und das güldene Haar wehte sanft im Wind, während ein kleiner possierlicher Singvogel eine anrührende Melodie sang. Okay, ich wollte mich eigentlich nicht schon wieder über Männer beschweren, es tut mir sehr leid, aber es geht heute um ein ernstzunehmendes Problem, und zwar Protagonisten mit langen Haaren. Und ich meine damit nicht diesen sexy, verwuschelten Out-of-Bed-Hairstyle. Nein, ich meine wirklich lange Haare. Also schulterlang, noch länger, am besten noch mit Zopf. Denn das fällt mir im Moment wirklich häufig auf, dass in Jugendbüchern die Protagonisten irgendwie so beschrieben werden. Man nehme als Beispiel nur mal Gideon aus der Edelstein-Trilogie oder auch, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt, dieser komische Ledervampir aus der Black Dagger-Reihe und. Ich hatte jetzt ehrlich gesagt keine Lust, weitere Beispiele nachzuschlagen, aber es gibt wirklich viele davon, weil mir das immer wieder auffällt und mich total nervt. Tja, und wenn ich das dann lese, habe ich im günstigsten Fall so ein Bild vor Augen. Und im schlechtesten Fall, nein, das erspare ich euch lieber, sonst kriegt ihr noch Halbträume. Geht es euch beim Lesen da nicht auch so? Ich meine, stellt euch das doch nur mal im Alltag vor, wenn die Protagonistin dann wirklich endlich mit ihrem Kerl zusammen ist und dann beginnen die Alltagsprobleme. Mein Held, küsst du mich? Ist jetzt nicht so erotisch, oder? Ich meine, es geht ja auch noch schlimmer, zum Beispiel der Klassiker. Schatz, warte mal kurz. Was gibt's denn? Au. Mal ganz abgesehen von den vielen langen Haaren, die man dann immer im Abfluss findet und sowas. Ja. Deshalb möchte ich diese Gelegenheit hier gerne nutzen und einmal an alle Autorinnen und Autoren da draußen appellieren. Bitte Leute, bitte entwerft keine männlichen Romanhelden mehr mit langen Haaren und erst recht nicht mit Pferdeschwanz. Bitte. Und jetzt sagt ihr mir mal, was ihr davon haltet. Und falls ihr gerade zufällig zuschaut und ein Mann mit langen Haaren seid, dann überzeugt mich doch mal davon, was so toll daran ist, wenn ein Mann lange Haare hat und möglichst noch einen Pferdeschwanz. Das würde ich gerne mal wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Einen wunderschönen dritten Advent. Es geht ja jetzt auf Weihnachten zu. Ich fühle mich heute auch schon weihnachtlich mit grün und so. Macht's gut, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis zum nächsten Mal.